Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich mein, ja, monatliches Aufgebraucht und Plattgemacht Video. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir so ein bisschen mal durch die Sachen durchzugehen und das ganze Revue passieren zu lassen, wie die Produkte so waren, wie sie mir gefallen haben, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es bietet sich aufgrund der Länge dieser Videogeschichte immer an, sich definitiv was zu essen und zu trinken zu holen. Ich habe mir hier ein Getränk geholt. Das ist einfach Leitungswasser mit einer halben Bio-Zitrone drin. Ich habe auch schon ein bisschen was getrunken, denn ich habe eben mit euch zusammen dieses Video gefilmt, was ich im Gesicht habe. Es ist das Hashtag ungeschönt Video, kommt morgen online mit Sarah Isabel wieder und ja, das ist quasi das Endresultat, was ihr seht. Also wenn ihr wissen möchtet, wie das Ganze zustande gekommen ist, schaltet morgen einfach nochmal ein. Ihr könnt auch gerne jetzt schon mal den Kanal abonnieren. Nö, vielleicht ist der erste Eindruck, den ihr von mir gewonnen habt, positiv. Wäre sehr cool, könnte ich hier unten einmal machen. Ja, wenn ihr möchtet, sehr gerne. Sammy schlawinert hier gerade so ein bisschen durch die Gegend und sucht sich noch die richtige Liegeposition. Jetzt gerade hat er sich so direkt dort vorne hingesetzt und starrt mich an. Kann man machen, also vielleicht sehen wir hier im Hintergrund ab und an mal so ein kleines Wedeli von ihm. Es ist übrigens warm. Geht euch wahrscheinlich auch so, ne? Deswegen ganz entspannt. Wir machen hier keine Hektik, Leute. Meine Aufgebraucht-Videos sind immer etwas länger. Dafür halt ein bisschen entspannter. Und irgendwer ist jetzt am Auto waschen. Nein! Ich habe jetzt das Fenster geschlossen und hoffe, dass ich hier jetzt nicht irgendwie eingehe oder so. Denn unser Nachbar ist ein passionierter Autofan und wäscht sein Auto gerade. Yay! Okay, also, wir starten einfach mal mit der Kategorie Haare. Ich habe hier immer so Timestamps für euch eingefügt, ne? Das heißt, ihr könnt dann immer zu der jeweiligen Kategorie weiterhüpfen, die euch gerade so mega interessiert. Wir haben hier auch Kooperationspartner natürlich mit drin. Zwei möchte ich in diesem Video ganz besonders hervorheben. Das ist einmal die Firma Dalton. Da habe ich auch aktuell den Code BeautyClaudi. Der gibt euch 20% Rabatt auf das komplette Sortiment, außer Streichpreise, ist klar. Schaut da gerne vorbei, denn heute ist der letzte Tag, wo der Gutscheincode noch aktiv ist. Also gönnt euch wirklich, wirklich hart und ja, viel Erfolg beim Shoppen. Vielleicht kann ich euch hier so ein paar Anregungen und Ideen mitgeben. Und der zweite Kooperationspartner, mit dem ich lange schon zusammenarbeite, reden, ist Beauty Mates. Da könnt ihr mit Claudi 30% sparen. Und das ist auch ein wundervolles Unternehmen, was sich vor allem auf die Gesichtspflege spezialisiert hat. Und da komme ich auch gleich zu einem coolen Set, was ich euch vorstellen möchte. Schaut gerne auf jeden Fall mal bei beiden Kooperationspartnern vorbei, was euch so gefällt, ne? So, wir starten jetzt aber erstmal mit den Haaren. Da habe ich hier von Schwarzkopf Glisskur Hair Repair Limited Edition Summer Repair. Diese Limited Edition kommt jeden Sommer gefühlt raus und ist limitiert. Ich weiß aber nicht, ob die beide, also immer Summer Repair heißt. Ich weiß es nicht. Die kommt, glaube ich, hier vom letzten Jahr. Hier ist noch ein kleiner Rest vom Schützenfest drin. Ich persönlich mochte das ganz gerne. Meine Haare sind in letzter Zeit, seitdem ich schwanger bin, halt echt geil geworden. Also meine hier oben Haare, meine Wimpern leider nicht. Ja. Ich weiß. Ja, auf jeden Fall ist das hier ein sehr cooles Shampoo, was tatsächlich halt auch ein bisschen dazu führt, dass ich meine Haare nicht allzu oft waschen musste. Bin ich auch so, ne? Also es trocknet schon ein bisschen aus. Aber das fand ich jetzt nicht so schlimm, muss ich sagen. Also ich wasche meine Haare jetzt mittlerweile so ungefähr alle 2-3 Tage. Und ja, ich finde es cool. Also super entspannt. Und deswegen kann ich euch das auf jeden Fall empfehlen. Das ist ein gutes Drogerie-Shampoo, ne? Also mag ich gerne. Ich nehme es jetzt. Da muss ich jetzt anfangs ein bisschen leise sein, ne, wenn ich hier Sachen so reinmache. Dann habe ich hier so ein Pure Scrub von Shairi drin gehabt. Irgendwo in der Box war das drin enthalten. Wir haben hier Produkte, zeige ich euch komplett im Aufgebraucht-Video, ja, sowohl Drogerie als auch High-End, als auch dies, das, Ananas, Marken, die keiner kennt. Voll der Reim irgendwie, High-End, Marken, die keiner kennt. Und hier, weiß ich nicht, das war, glaube ich, in der Blissim-Box drin oder so. Pure Scrub, das kannst du für den Körper und für die Haare nehmen. Ich fand es für den Körper nicht so geil, muss ich wirklich sagen, weil das sehr, sehr stumpf auf dem Kopf wurde. Also ich habe schon ein paar Kopfhautpeelings ausprobiert. Mein Liebstes ist leider, wirklich leider immer noch das von Pomelo und Co., weil es halt wirklich gar nicht mal so günstig ist. Aber dieses hier hat wirklich diesen
weiß ich nicht, wenn ich das auch so mit den Fingern angefasst habe, das mochte ich nicht so gerne anfassen. Und das dann auf der Kopfhaut war jetzt nicht so geil. Hat schon geholfen, dass so trockene Stellen dann so ein bisschen minimiert wurden, ne? Schon, aber irgendwie, also ich würde es jetzt nicht nachkaufen, bin ich halt ehrlich, jetzt nicht für den Körper. Dann habe ich hier noch ein Shampoo leer gemacht von Hask, das ist das Argan Oil from Morocco Strengthens and Restores Shampoo. Ich habe das jetzt ja nicht mehr, dass ich diese Routine drin habe, dass ich dienstags und freitags halt dieses mit Maske und dann andere Shampoo und so weiter mache, sondern ne, ich wasche meine Haare ja nicht mehr so häufig, dementsprechend dauert das dann immer so ein bisschen, mal so im Wechsel verwende ich Shampoos, weil man sollte halt immer drauf achten, das ist übrigens doch ein Shampoo, ich dachte, das ist ja ein Conditioner, man sollte Shampoos nicht jetzt irgendwie, ich habe eine Flasche leer und kaufe jetzt genau das gleiche nochmal, weil mir das ja gefallen hat. Sollte man nicht machen, weil die Kopfhaut sich super schnell daran gewöhnt und man sollte halt immer so ein bisschen wechseln. Das machst du entweder, indem du halt wirklich immer irgendwie zwei verschiedene in der Dusche stehen hast, wenn du halt super komplizierte Haare hast, oder dass du wirklich jedes Mal, wenn das Shampoo leer ist, dir halt von einer anderen Reihe von der Marke oder von einer anderen Marke oder sowas dahin stellst. Das ist kein Blödsinn, das ist wirklich so. Und kann ich euch einfach mal empfehlen, falls ihr wirklich das Problem mal hattet, dass ihr ein Shampoo super lange gerne mochtet und auf einmal funktioniert das nicht mehr bei euch. Liegt es wirklich daran, dass die Kopfhaut und die Haare sich daran gewöhnt haben? Ist total bekloppt, wirklich, weil man nicht davon ausgeht, dass, ne? Aber es ist so, wirklich. Und deswegen habe ich halt immer ein großes und ein kleines Shampoo bei mir unter der Dusche stehen und wechsle dann immer so ein bisschen hin und her, dass ich einfach, ja, meine Kopfhaut dann auch wieder so ein bisschen herausfordere quasi. Das hier hat auch ganz gut gefallen. Das mochte ich sogar noch lieber als das von Gliscor, dieses Summer Repair Gedönsen, ne? Weil Arganöl mögen meine Haare tatsächlich auch ganz gerne. Jetzt kommen wir zu einer Kategorie, die halt wirklich immer sehr groß ist, und zwar ist das die Gesichtspflege bei mir. Ich, ja, zeige halt vor allem jobtechnisch ja auch mein Gesicht. Also ihr seht das halt ständig, ne? Ich halte euch immer meine Rübe in die Kamera. Dementsprechend lege ich auch super viel Wert auf meine Morgenroutine, auf meine Abendroutine und bin da auch echt sehr diszipliniert. Also die ziehe ich durch. Ich kann noch so paddelig morgens sein, noch so spät dran sein. Ich ziehe die Morgenroutine durch. Ich kann noch so müde sein oder kaputt oder krank tatsächlich auch. Ich ziehe meine Abendroutine durch. Und was auch super wichtig ist, ist natürlich das Abschminken. Aber das sind halt so die Sachen, wo ich gemerkt habe, wenn ich das minutiös und wirklich krass immer wieder durchziehe, dass meine Haut sich auch verbessert. Denn ich habe vom Grundsystem her eine trockene, sensible Haut. Und da ich schwanger bin, habe ich jetzt eine sehr trockene, sehr sensible Haut. Weil durch die Schwangerschaft generell oder durch Schwangerschaften wird eine Haut trocken und sensibel. Yay, hatte ich vorher schon, ist nochmal ein bisschen krasser geworden. Aber ich muss wirklich sagen, durch die Routinen, die ich so habe und durch diese Liebe, die ich meinem Gesicht ja auch gebe, tatsächlich durch die Zeit, die ich da investiere, habe ich wirklich eine schöne Haut. Klar, ich habe jetzt ein Fullface-Make-up drauf, aber ihr seht mich oft genug, sowohl hier als auch bei Instagram, ungeschminkt, da seht ihr meine Haut. Ihr seht die Haut, wie sie ist, ne? Ich habe Falten, klar. Aber ich finde, dass ich halt für 33 Jahre und dass ich nicht immer unbedingt freundlich zu meiner Haut war, echt eine gute Haut habe. Und jetzt auch in der Schwangerschaft habe ich hier wirklich wenig so mit Unreinheiten zu tun oder sowas. Da würde ich tatsächlich sagen, das hängt definitiv nicht mit der Ernährung zusammen. Es hängt mit der Pflege zusammen und auch wirklich damit, dass ich sehr hochwertige Pflege verwende. Ich habe das mal versucht, dass ich auch so Drogerieprodukte austeste oder so. Leider, wirklich leider, weil ich hätte es ja gerne sowohl für euch als auch für mich, dass Drogeriepflege bei mir funktioniert. Tut sie aber leider nicht. Also das geht nicht. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass ich halt gerade im Bereich Hautpflege mit Beautymates und mit Dalton zusammenarbeiten kann, weil die alle beide halt wirklich so Hautpflege haben, die wirklich zu mir passt, weil die auch sehr individuell das gestalten für die Kunden. Bei Beautymates, da fange ich jetzt auch tatsächlich mit an, ist es nämlich so, dass ihr durch den Set-Konfigurator euch ein Set individuell zusammenstellen lassen könnt. Das heißt, ihr könnt da wirklich, beziehungsweise das läuft dann über den Produkt, über die künstliche Intelligenz, diesen Produktberater. Ihr macht ein Foto von eurem Gesicht, ungeschminkt, und ladet das hoch und dann guckt diese künstliche Intelligenz, was kann ich mit dem Gesicht anstellen. Schlägt die Produkte vor, ihr könnt euch die bestellen, die 30 Tage lang wirklich ohne Probleme testen, und wenn sie euch nicht gefallen, könnt ihr die auch wirklich zurückschicken, ne? Und ja, ihr werdet aber tatsächlich genauso wie ich wahrscheinlich
Beauty Mates verfallen, weil die haben gute Produkte. Zwei habe ich leer gemacht und das ist dieses Fresh Skin Duo gewesen. Ich habe das Duo aber leider trennen müssen, weil ich eins morgens und eins abends verwendet habe. Ich habe bei Beauty Mates den Code Claudi30, da bekommt ihr 30% Rabatt. Und wenn ihr euch ein Set im Set-Konfigurator zusammenstellt, entweder so ein vorgefertigtes nehmt oder euch das individuell zusammenstellt, ist es ja schon mal günstiger und dann nochmal 30% Rabatt. Diese beiden Schätzeleins sind in diesem Fresh Skin Duo enthalten, was halt super in den Sommer hineinpasst. Und ich starte einfach mal mit dem Produkt, was ich morgens verwendet habe. Das ist dieser hier, der Koffein Wake Up Booster. Da haben wir Koffein drin und Kupferkomplex, yo. Und da ist drin, Moment, ich habe es mir draufgeschrieben, einen kleinen Spicker, das muss ich, ne? Die Wusuyu-Pflanze ist nämlich dafür da, die ist hier drin, also nicht die ganze Pflanze, sondern Extrakte halt davon, ne? Um dein Gesicht zu beleben. Und das macht es wirklich bei mir morgens auch und das finde ich schön. Diesen Booster gebe ich mir tatsächlich in meine Creme rein, einfach 3 Tropfen in die Gesichtscreme. Aufs Gesicht, fertig ist die Laube. Kannst du die auch pur auftragen, kannst du in jede Creme mischen, wo du willst. Ich gebe sie mir halt in die Creme, die ich gerade morgens in Anwendung habe. Und das Produkt spendet Glow, das Produkt macht einfach einen tollen Effekt auf der Haut und schützt dich einfach. Und das finde ich gut. Es ist wirklich warm, dadurch, dass ich das Fenster jetzt zugemacht habe, ne? Aber wir kriegen das hin. Also, wir haben hier auch wirklich einen tollen Effekt und es ist halt auch kein Serum. Es ist ein Booster, das heißt, sehr, 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 sehr hochkonzentrierte Wirkstoffe sind in den Produkten von Beauty Mates drin enthalten. Und der Koffein Wake Up Booster ist einer meiner absoluten Lieblinge, ne? Und das zweite Produkt, was ich auch super gerne verwendet habe, ist der Augenlifting Booster. Den habe ich aber vor allem verwendet, entweder kurz bevor ich mich geschminkt habe tatsächlich, um eine super Grundlage zu haben, wenn ich einen Concealer auftrage oder so, weil klar, ich habe Augenfältchen, Leute, ne? Ist klar, ich lache, ich weine, ich lebe. Und den habe ich mir aber eigentlich auch immer abends aufgegeben, weil die Effekte, die quasi dieses Produkt machen mit Niacinamiden und Phytokomplex, wirken tatsächlich auch dann natürlich noch langfristig weiter. Das heißt, das Produkt macht, dass dein Augenlid generell gestrafft wird, also quasi hier oben einmal das Augenlid, aber halt hier auch unten drunter, ne? Also diese kleinen Minifältchen werden halt gestrafft und du hast einen aufhellenden Effekt. Das heißt, diese Augenschatten, Augenringe gehen weg und dann konnte ich halt morgens, wenn ich aufgestanden bin, dann auch meine Morgenroutine gedönsen machen, weil abends hatte ich dann ja schon dafür gesorgt, dass ich ja langfristig gesehen weniger Augenschatten haben werde und konnte dann auch auf lange Basis gesehen öfters ungeschminkt aus dem Haus gehen, was ich einmal, also ich meine, kann ich so oder so, ne, erschreckt sich ja keiner, aber einfach so von meinem persönlichen Gefühl her, eben sagte mein Freund auch, weil ich ihn so geschminkt und so, ich sagte, na, gefällt's dir, ich finde das so voll gut geworden, er sagte, ach Schatzi, du gefällst mir viel lieber, wenn du ungeschminkt bist und du gefällst mir eigentlich immer. Ist schon süß, ne? Ja. Okay, also wir haben eine Straffung des Lides, wir haben eine Augenringbekämpfungsgeschichte. Die Niacinamide, die hier drin sind, machen halt, dass quasi der Zellstoffwechsel, der Energiezellstoffwechsel angeregt wird und diese ganze Kollagensyntheseproduktion bla angeregt wird. Ich bin keine Hautexpertin. Also da sind die Leute von Beauty Mates, von Dalton, von den ganzen Firmen für zuständig, um sich da ein bisschen intensiver mit auszukennen. Ich kann es euch einfach nur anhand der Wirkung, wie es bei mir gewirkt hat, super empfehlen. Genau, jo, ich mochte das gerne leiden, auch das Set an sich, ne, kann ich euch empfehlen. Wie gesagt, Fresh Skin Duo, falls ihr ein bisschen was sparen möchtet. Claudi 30, falls ihr ein bisschen was sparen möchtet. Vegan, tierversuchsfrei, made in Germany. Beauty Mates kommt aus München, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ich mag die beiden Schätzeleins hier auf jeden Fall gerne leiden, deswegen cool. Schade, dass ich sie aufgebraucht habe. Ich werde sie mir heute nachbestellen. Dann kommen wir zum nächsten Produkt und zwar zu einer Creme. Die habe ich dann natürlich verwendet in Kombination mit dem Koffein Wake Up Booster, weil die habe ich morgens verwendet. Dr. Barbour Lifting Cellular Collagen Booster Cream. Das war so eine kleine Probegeschichte von dieser Feel Beauty Surprise Megabox, keine Ahnung, kann ich euch das Video auch mal verlinken. Hat mir richtig gut gefallen. Eine echt gute Daycream habe ich mir hier drauf geschrieben. Also mir hat die gut gefallen. Die hat gut mit dem Lichtschutzfaktor zusammen funktioniert, den ich auch verwendet habe. Das heißt, da war nicht zu viel Pflege auf einmal und auch nicht zu wenig. Also für mich war das wirklich genial und ist schnell eingezogen. Ne? Konnte ich auch gut als Make-up-Grundlage verwenden. Die mochte ich gerne leiden.
Genau, ich stelle mir die Sachen auch mal zur Seite, weil das ist alles aus Glasverpackung, auch die Sachen von Beauty Mates. Dann haben wir hier von Skin Chemist, also ich habe das aufgebraucht, Wrinkle Killer Advanced Anti-Aging Eye Treatment. Das mochte ich auch sehr gerne leiden, das habe ich morgens gerne auch verwendet. Genau, weil das halt so ein Kühlvieh hatte, ne? Ja, das war schön. Es war ein bisschen, ja, nicht so mega dick reichhaltige Pflege, ne? Aber so Kühlviecher, habe ich gleich noch ein zweites, habe ich also gerne im Sommer auf meiner Haut. Also das ist wirklich richtig gut, genau. Mochte ich gerne. War in einem Adventskalender, glaube ich, mal drin. Und auch noch so ein Kühlvieh, was ich hier habe, ist hier von Dalton. Da, ne, habe ich den Code BeautyCloudy. Kriegst du 20% Rabatt, freue ich mich mega. Und das ist halt eben durch die Wirkstoffe, die hier drin sind, abschwellend und auch durch die, durch dieses hier oben, durch das Metallding, ne? Weil es halt so schön kühlen wirkt und sowas am besten einfach direkt in den Kühlschrank packen. Das ist so schön. Und ja, es wirkt halt auch gegen diese schönen Krähenfüße hier außen ein bisschen. Kann sie nicht wegbügeln, ist ja kein Bügeleisen, ne? Dementsprechend, ja. Aber ich mochte das sehr gerne leiden, kann ich euch empfehlen. Und Dalton hat tolle Produkte, wo ihr einfach mal im Sortiment rumstimmen könnt. Aber da kommen gleich noch ein paar mehr Sachen, die ich euch empfehlen kann. Jo, mochte ich. Also abends habe ich jetzt gerade die Extreme Lift in Anwendung, weil die halt ein bisschen reichhaltiger ist, ne? Ein bisschen dicker. Und das gebe ich mir dann auch gerne ein bisschen dicker auf. Morgens möchte ich gerne was haben, was einfach kühlend ist und irgendwie so den Effekt macht, ne? Genau so. Dann habe ich hier von Junglook aus dem Adventskalender dieses Squalan aufgebraucht. Das waren 5 Milliliter, habe ich dann abends verwendet, genau. Und da hatte ich auch so ein Rollvieh, das kann ich euch nachher auch zeigen. Und damit habe ich mir das eingerollt. Das war richtig schön, hat eine schöne Feuchtigkeitspflege gegeben. War aber sehr, sehr ölig, deswegen würde ich persönlich sagen, nehmt sowas eher abends, ne? Und Squalan ist ja auch eine gute Feuchtigkeitspflege. Das fand ich schon ganz angenehm, das mochte ich gerne leiden. So. Dann habe ich mir mal bei Yesterday was ausgesucht oder gekauft, weiß ich gar nicht, von Pyeongchang Yul, das Moisture Serum. Das ist dieses hier, war nur so eine kleine Geschichte, das war halt eher wie so eine Lotion. Also ich fand das jetzt nicht so geil, muss ich sagen. Eher Lotion, ne, ist okay, aber ich würde es mir jetzt so nicht nachkaufen, muss ich sagen. Dann habe ich hier noch ein Produkt von Dalton, was so ein absolutes Sommer-Must-Have ist. Ein schönes Sommerprodukt, einfach zur Erfrischung der Haut. Das ist aber ein bisschen teurer. Habe ich eher so als Fixing-Spray, Setting-Spray verwendet oder als mal eben so zwischendurch ein bisschen das Gesicht auffrischen Spray, wenn ich hier sitze. Leute, es ist warm. Ne? Dann brauche ich sowas zwischendurch einfach auf meinem Gesicht. Und jo, das war halt cool. Das ist das Face Care Freshen Up Hydrating Face Mist. Und ja, im wahrsten Sinne des Wortes cool tatsächlich. Man kann sich das auch super in den Kühlschrank stellen. Hier oben habe ich jetzt noch keinen Kühlschrank. Vielleicht kommt das noch, aber ich möchte halt auch nicht so unbedingt, dass hier so ein Surren im Hintergrund ist oder so. Dafür müssen wir hier noch ein paar mehr Räume renovieren. Und dann kann ich mir da vielleicht so einen kleinen Mini-Kühlschrank mal hinstellen. Genau, und dann solche Produkte zum Beispiel da reinpacken. Hier haben wir drin als Wirkstoffe Panthenol, Aloe Vera, Braunalge, grüner Tee und Ginseng. Und die beruhigen halt auch irgendwo ein Stück weit die Haut mit dabei und versorgen sie halt schön mit Feuchtigkeit. Nicht nur, indem du dir quasi gefühlt Wasser ins Gesicht knallst, sondern weil sie halt auch dann in die Haut reinkommen. Ich weiß nicht, inwiefern sie das schaffen, wenn ich so eine Schicht Make-up auf dem Gesicht habe. Ich glaube, dann eher weniger. Aber wenn ich mir die auf die nackige Haut gebe, dann kommen sie ja wohl dran, ne? Jo, Airless-Container mochte ich gerne leihen, ne? Das ist so ein Ding, das geht halt langsam hoch. Melloflori verwendet das Ding dann immer ganz gerne, drückt das runter und packt dann da halt auch ihr Gesichtswasser so mit rein, ihren Toner. Mega gute Idee. Ich habe dafür tatsächlich auch mittlerweile so Sprühflaschen. Also meine Toner sprühe ich immer einfach auf mein Gesicht. Ich mache das nicht, dass ich mir die mit dem Wattepad mir aufgebe. Das möchte ich nicht mehr, weil ich das irgendwie angenehmer finde. Vor allem im Sommer. Also im Winter brauche ich das vielleicht nicht unbedingt haben, dass ich mir das ins Gesicht sprühe, ne? Aber im Sommer ist das schon geil. Muss ich echt sagen. Und das ist so ein Zwischending zwischen Make-up und ja, Hautpflege bei mir jetzt tatsächlich auch gewesen. Mochte ich gerne leiden, kann ich euch echt empfehlen. Und bei Dalton, das muss ich auch immer mit dabei sagen, du hast da Meereskosmetik, ne? Du hast, das Leben kommt aus dem Meer, du bist Leben, ich bin Leben. Das heißt, wir kommen in gewisser Art und Weise evolutionsbedingt irgendwie aus dem Meer. Das heißt, die Inhaltsstoffe, die halt in den Produkten drin sind, sind sehr, sehr mit unseren
Grundzellen verwandt und dementsprechend halt auch für meine sehr sensible Haut super gut geeignet. Und deswegen verwende ich halt die Produkte so gerne und deswegen gefallen die mir auch so gut von Dalton. Nicht jedes Produkt von Dalton finde ich Oberaffen mega geil. Ne? Die Produkte, die ich richtig geil finde, findet ihr hier dann immer in meinem Aufgebraucht-Video, weil die ja bis zum Ende verwendet wurden. Die Produkte, die jetzt nicht so optimal sind und die dann weitergewandert sind, findet ihr in meinem Flop-Video. Kommt ungefähr monatlich alle anderthalb Monate auf dem Kanal online. Und da bin ich halt ehrlich und das rechne ich Dalton halt wirklich hoch an, dass die auch sagen, dir kann nicht alles aus unserem Sortiment gefallen. Wir haben so viele Produkte, ein Riesensortiment mit so vielen verschiedenen Pflegereien und dementsprechend kann einem nicht immer alles gefallen. Ist klar, das wäre auch voll unlogisch. Und da könnt ihr... Oh, das euch auch mal auf der Homepage umschauen. Wie gesagt, die haben verschiedene Reihen. Die haben für Haut mit Rötung, für feuchtigkeitsarme Haut, für Mischhaut, für trockene Haut, für ölige Haut, für reife Haut, für nicht ganz so reife Haut, haben die was. Und wenn ihr euch überhaupt nicht sicher seid, dann gibt es auch so eine Möglichkeit, über so einen Produktberater das Ganze mal auswerten zu lassen. Das ist so ein Fragebogen, den könnt ihr ausfüllen. Und der wird ausgewertet von richtigen Kosmetikerinnen. Und die geben euch dann wirklich auch so einen Tipp, was könntet ihr verwenden? Ne? Was wären so die Produkte, die die empfehlen würden? Ja, dann könnt ihr euch, könnt ihr euch ein Probenset zuschicken lassen. Das kostet irgendwie 4,90 Euro oder so. Und wenn ihr dann das nächste Mal bei Dalton bestellt, wird dieser Preis aber angerechnet, sodass ihr das dann wieder zurückbekommt, also quasi abgezogen bekommt von dem, ne? Und das ist irgendwie total nett, finde ich. Also da könnt ihr dann einfach mal Produkte ausprobieren. So. Jo, dann gehen wir jetzt mal erstmal zum Wasser weiter hier. Oh, es ist so warm. Aber mein Nachbar hat aufgehört mit Autowaschen. Ich glaube, ich kann gleich das Fenster wieder aufmachen. Hautpflege habe ich hier natürlich noch eine Sonnencreme aufgebraucht und zwar von Make Prem Soothing Physical Sun Cream Formulated with Zinc und das ist mit Lichtschutzfaktor 50+. Die habe ich mir entweder bei YesTyle mal gekauft oder ich hatte die im Stylevana Adventskalender. Bin ich mir nicht sicher, fand ich richtig gut. Hat sich toll unter Make-up gemacht, auch einfach ganz normal. Ich konnte da auch richtig viel von verwenden, ohne auszusehen wie ein Schneemann oder eine Schneefrau. Und mochte ich gerne leiden, kann ich euch wirklich empfehlen. Lichtschutzfaktor solltet ihr immer der beauftragen, also echt nicht mit sparen. Ne? Das habe ich im Gesicht aufgetragen, Hals, Dekolleté, ne? Gönnt euch hart, richtig, richtig gut. Mochte ich. Ja, ich versuche jetzt auch immer so dran zu denken, dass ich die Deckel auch immer abmache, weil ich habe letztens einen Beitrag gesehen und irgendwo bei, weiß ich nicht wo, das war Marktcheck oder so. Und da haben die gesagt, man muss immer alles an Plastiksachen trennen, sofern man das kann. Und das versuche ich. Dann habe ich noch zur Gesichtsreinigung was leer gemacht. Und zwar von Belief ist das so ein Aqua Bomb Makeup Remover Cleansing Balm. Das ist dieses kleine Produktchen gewesen. Das hatte ich, glaube ich, mal in einem Adventskalender. Den fand ich ausbaufähig. Also zum einen war hier natürlich super wenig drin. Das heißt, man hat es auch echt nicht so leicht hier rausgekriegt. Und das hat das Make-up auch nicht so schön entfernen können, muss ich wirklich sagen. Also gerade das Augen-Make-up, da hatte ich halt immer hier unten am unteren Wimpernkranz, vor allem Kranz, noch so ein bisschen was. Und oben zwischen meinen Wimpern, so den Eyeliner, hat das auch nicht so gut weggekriegt. Also da bin ich eher bei Yepoda, muss ich sagen. Ne? Genau. So, und jetzt, bevor wir zu Masken und Ampullen kommen, mache ich das Fenster auf. Ja, Sammy liegt nämlich auch jetzt hier gerade neben mir und wird auch langsam... Ich glaube, ihm wird langsam warm. So, also Masken und Ampullen. Ich fange an mit den Masken. Das mache ich immer so, dass ich morgens, da habe ich für jeden Tag eine Pöttchenmaske bei mir im Spiegelschrank stehen. Und da habe ich dann immer montags eine Maske, die ich montagmorgens dann immer auftrage, dienstags und so weiter. Und das ist so, so cool. Das hat mir echt wirklich geholfen in den letzten Monaten, dass ich diese Routine auch so durchgezogen habe, weil ich dann natürlich auch darauf achte, dass ich dann mal eine Maske habe, die so ein bisschen Hautunreinheiten bekämpft, dann eine, die ein bisschen mehr so Richtung Anti-Aging geht, etwas, was Feuchtigkeit spendet, ne? Und ich finde, dass auch tatsächlich diese Pöttchenmasken deutlich nachhaltiger sind als die Tuchmasken. Ich liebe dennoch mega krass Tuchmasken. Ich packe die in den Kühlschrank und verwende die sehr gerne im Sommer abends. Also Tuchmasken, vor allem im Sommer, meine absolute Passion. Und ich weiß, dass es immer viel Müll ist.
Aber ich liebe es halt einfach, dieses glitschige Gefühl auf dem Gesicht zu haben, dass ich mir irgendwie gerade so ein bisschen was Kühlendes auftrage. Ne? Ich versuche aber trotzdem mehr so auch auf die ganzen Pöttchenmasken zu gehen, um das Ganze etwas nachhaltiger zu gestalten, sagte sie und hatte hier ganz schön viel Müll rumliegen. Aber trotzdem, man muss ja auch irgendwie, ne, so, man fängt immer klein an. So, und ich habe jetzt hier 3 Pöttchenmasken leer gemacht, die ich euch zeigen möchte. Und ich habe euch, also ich habe mir die immer aufgetragen. Wenn ich dann morgens halt aufgestanden bin, habe ich mir so ein Witwe-Bolte-Band in die Haare gemacht. Einmal kurz mit kaltem Wasser durchs Gesicht. Und dann habe ich mir die Masken immer einfach aufgepinselt, ne? Und da habe ich hier zum einen von Dalton die Oyster-Maske. Die ist einfach total genial. Die habe ich von Melli mal in einem Adventskalender drin gehabt. Und hier haben wir als Wirkstoffe drin Tonerde, Austern natürlich und Meeresschlick. Man sieht auch echt fancy-pansy damit aus. Die ist aber wirklich entzündungshemmend. Die ist klärend und mattierend. Dabei aber nicht austrocknend. Und das ist echt so ein Ding bei mir, weil ich ja halt diese sehr trockene, sensible Haut habe. Und dann kann ich halt nicht irgendwie was verwenden. Ja, es tut mir leid, das Geräusch. Aber es ist wirklich warm. Ich muss atmen. Wir müssen leben. Und ja, das ist halt wirklich... wo war ich denn jetzt? Genau, nicht austrocknen. Das heißt, die Haut wird nicht ausgetrocknet. Und das ist super angenehm. Du hast nachher kein Spannungsgefühl im Gesicht. Trotzdem, klar, Pflege und so weiter, ne? Aber es fühlt sich nicht so an, als hätte ich wirklich gerade nochmal die Wüste Gobi über mein Gesicht laufen lassen. Kann man das sagen? Ich glaube schon. Ja, und dementsprechend ist das eine schöne, klärende Maske, die ich echt empfehlen kann. Kommt man auch echt lange mit hin, ne? Und die riecht auch gut. Die riecht richtig nach Spa. Ja, du siehst damit echt schlimm aus, ne? Weil die sehr dunkel ist. Aber gut, man kriegt das hin. Ich mag die sehr gerne. Wirklich. So, dann habe ich hier eine von Avant. Das ist ein sackenteures Moped, aber es ist sehr, sehr geil. Es ist eine super nähernde Maske. Und vorgestern war eine Freundin von mir noch hier und die sagte mir auch, oh, ey, diese eine Marke, da hast du mir mal was gegeben für morgens und für abends. Meine Haut ist so viel besser gewesen. Dann habe ich die gegoogelt, weil ich das nachkaufen wollte. Alter, sind das teure Sachen. Avant, ja. es sind gute Produkte von der Marke, die halt total überteuert sind. Wir freuen uns eigentlich immer, wenn die halt in Beautyboxen drin sind. Ne? Schöne hautverträgliche Marke. Gefällt uns allen sehr. Auch diese Maske hat mir sehr gut gefallen mit Rosenquarz. Aber 100 Euro dafür ausgeben. Bin ich Krösus? Nein. Kriege ich bald ein Kind? Ja. Muss ich noch ein bisschen ein Kinderzimmer einrichten, renovieren und so weiter? Ja. Das ist der Wahnsinn, ne? Also, geile Maske, aber... ja, man muss halt auch irgendwie realistisch bleiben, ne? Ich weiß nicht. Das finde ich halt echt zu krass. Wirklich zu krass. Wirklich zu krass. Dann habe ich hier eine Maske. Die hatte ich mal mir gekauft bei Purish. Da bekommt ihr auch viele Marken, auch mit Claudies Welt 15. 15% Rabatt. Vor allem so Make-up könnte da interessant sein. Aber die haben auch super viele Hautpflegemarken. Mittlerweile halt auch so... er denkt sich jetzt einfach mal ein Flugzeug. Ich fliege hier dran vorbei. Auch so koreanische Marken und so. Voll interessant. Guckt da gerne mal vorbei. Auf jeden Fall habe ich mir hier von The Sign Tribe Mask On and Chill Self-Heating Effekt Maske geholt. Die war echt angenehm. Also die war jetzt nicht so... damals hatte Biore so eine selbsterhitzende Maske. Ne? Die mochte ich ehrlich gesagt auch sehr gerne leiden. Aber die hier... war auf eine sanfte Art und Weise selbsterwärmend, ne? Und hat irgendwie ein schönes Gefühl gegeben. Die hat die Haut schön belebt und so. Fun Fact, The Sign Tribe gehört zu Cosnova. Und Cosnova, da gehört ja auch Catrice und Essence zu. Wen's interessiert. Manchmal, ne, kann man so kleine Facts auch mal droppen. Jo. Halt so eine Maske und kriege ich nicht ab, oder? Kriegt Fräuchchen den Deckel ab, Sammy? Ich glaube nicht, nein. Den kriege ich nicht. Tut mir leid, das geht leider nicht. Naja, so viel zu Pöttchenmasken. So, ich komme jetzt zu einer Lippenmaske. Lippenmasken im Allgemeinen, sage ich immer wieder, ist immer so ein Kann und kein Muss. Wenn ich hier super trockene Lippen habe, merke ich aber wirklich einen Effekt. Ja, da habe ich hier von Yuti welche, die habe ich von Marion geschenkt gekriegt. Ich glaube zum Geburtstag, oder? Einfach die Lipette-Maske. Eine Limited Edition ist es gewesen. So liegen sie jetzt besser. Luxurious Lips. Habe ich drauf geschrieben. Hat tatsächlich gut gepflegt. Also man kann es kaum glauben, aber auch mal
ne, ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn, sagt man ja so freundlich. Dieses blinde Huhn hat ein Korn gefunden, hat mir gut gefallen, kann man mal machen. Ne? Dann habe ich ein paar Augenpads gemacht. Einmal hier von Balea, die Hydrogel-Augenpads mit Hyaluron, Magnolienextrakt und Vitamin E. Auch die habe ich von Marion bekommen. Die sind nicht durch die Gegend gerutscht und die fand ich sehr, sehr gut. Kann ich echt empfehlen. Dann habe ich hier zwei von Dalton gemacht, die Hydrogel-Eyepads. Die sind schon sehr, sehr gut. Ich würde mich drüber freuen, wenn ihr die irgendwann mal in so einem 60er-Patches-Gedönsen rausbringen. Wobei da wurde mir halt auch gesagt, ist das wirklich so, dass dann quasi die Verpackung sich dann auch, ne, dass es dann wirklich weniger Verpackungsmüll ist und so weiter. Keine Ahnung. Also ich finde die auf jeden Fall von der Wirkung sehr gut und die halten extrem gut, weil die so geriffelt sind. Das macht halt echt was aus, ne? Also die sind wirklich angenehm, immer schön in den Kühlschrank packen und dann geben die euch einen schönen Effekt. Und wenn man einfach irgendwie einen Tag hat, wo alles perfekt sein muss, sind die echt sehr angenehm. Die hier helfen eigentlich nur deswegen, weil ich sie in den Kühlschrank getan habe. Ich glaube, sonst wäre da nicht viel zu holen gewesen. Von Shelms, diese Hanf-Chill-On-Chill-Out-Augengel-Pads, habe ich heute Morgen tatsächlich verwendet. Strahle ich? Ich weiß nicht. Also sie sind die ganze Zeit durch die Gegend gerutscht, das heißt, ich musste sie immer hochschieben. Ich habe sie auch beim Zähneputzen getragen. Okay, das war natürlich hardcore. Das ganze Gesicht hat vibriert, weil ich eine elektrische Zahnbürste habe. Trotzdem, andere Augenpatches halten das aus, die von Balea zum Beispiel. Ne? Also das wäre für mich jetzt kein Nachkaufprodukt und ich finde auch, dass die Wirkung von denen hier nicht so gut war wie zum Beispiel von Balea. Also da muss ich wirklich sagen, sind okay, muss ich jetzt aber nicht wieder haben. Dann habe ich hier eine Tuchmaske mit Vitamin C von Shelms. Dünn und juicy habe ich mir hier hinten drauf geschrieben. Ich mag halt gerne die Inhaltsstoffe, die hier drin enthalten sind. Das heißt, hier sind einmal Vitamin C, Vitamin B3, also unser Freund Niacinamid, und Hyaluronsäure drin enthalten. Klar, ne, habe ich eben schon bei den Boostern gehabt. Das sind halt die Inhaltsstoffe, die meiner Haut richtig gut gefallen. Vitamin C habe ich auch aktuell bei den anderen Boostern, die ich in Anwendung habe, von Beauty Mates mit drin. Meine Haut mag das einfach. Ich bin immer noch ein bisschen fragwürdig? Nein, fragend unterwegs. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr das wisst. Vitamin C im Sommer, morgens oder abends? Ich habe mal gehört, dass Vitamin C halt wirklich dann auch so ein Stück weit die Haut sonnenempfindlicher macht. Also dementsprechend sollte man dann halt wirklich krass auf Lichtschutzfaktor achten und dementsprechend auch eigentlich eher abends verwenden. Das war immer so meine Einstellung. Jetzt habe ich aber dann doch das ein oder andere Mal gehört, nö, kannst du auch morgens anwenden, verträgt sich super mit Lichtschutzfaktor. Keine Ahnung. Wisst ihr da was? Schreibt das gerne mal in die Kommentare, da können wir uns gerne austauschen. Denn wie gesagt, ich bin keine Hautpflegespezialistin, ich habe nur Bock auf Beauty. Genau, und die Maske mochte ich gerne leihen. Jo. Dann habe ich hier eine Maske, die habe ich auch euch in meinem Sommer-Favoriten-Video gezeigt. Die ist richtig geil gewesen. Von Eveline Cosmetics Aloe Vera Soothing Ampoule Mask. Die ist wirklich beruhigend. Die bekommt ihr bei Kosmetik Verlässt. Und mit Claudi15 könnt ihr auf alles auf der Homepage 15% sparen. Schaut da gerne mal vorbei. Eveline Cosmetics ist so eine polnische Drogeriemarke, die aber geile Hautpflege haben. Hätte ich nicht mit gerechnet, weil man kennt das ja so von deutschen Drogeriemarken, ne? Essence und Catrice, wenn die sich in Hautpflege versuchen. Mal so, mal so. Aber bei Eveline schon, kann man sich mal angucken. Ich habe hier drauf geschrieben, dass es ein genialer Durstlöscher ist. Also eine dünne Maske, die halt wirklich abends meine Haut so schön erfrischt hat. Also das hat so gut getan. Sie hat beruhigt, sie hat mir einfach ein gutes Hautgefühl gegeben, schön Feuchtigkeit gegeben. Guckt euch die an, Leute. Die ist nicht teuer. Ne? Das kann man sich mal gönnen, definitiv. Mhm. Genauso wie ein Schluck Getränk. Mein Freund hat mir eben übrigens von Aldi Silikonstrohhalme mitgebracht. Auch witzig, ne? Sind wohl irgendwie gerade da im Angebot gewesen. Dann habe ich von Balea eine Tuchmaske leer gemacht und zwar, also aufgebraucht, also verwendet. Juicy Lemon ist das. 1A, kühl und nass, habe ich von Melli geschenkt gekriegt. Mir hat die wirklich gut gefallen. Doch, ne? Das ist eine schöne Sache und Wassermelone mag ich auch sehr, sehr gerne. Und da mein Freund keine Wassermelone isst, hole ich mir Wassermelone in Beauty-Produkten. Ne? Damit ich halt wenigstens so ein bisschen was vom Duft habe. Ich mochte die. Nicht jede Balea LE ist cool. Die mochte ich sehr gerne leihen. Dann habe ich hier von Foxy Style Face Sheet Mask Helps Improve Skin Elasticity. Die habe ich von Marion bekommen. Die hat mir leider echt nicht gefallen, die Maske. Nee, die gibt es bei Action oder gab es bei Action. Die brennt mega in und an den Augen. Also ich habe sie natürlich nicht in meine Augen gepackt, aber dadurch, dass du natürlich dann, ne, Dämpfe hast und so,
Also meine Augen haben getrennt. Zu dick passt nicht wirklich gut. Leider ein Flop, ja. Also kann halt passieren. Das ist auch wirklich so ein Fuchs gewesen, den ich dann im Gesicht, auf dem Gesicht hatte. Sowas finde ich immer super witzig und feiere ich auch hart, aber die habe ich nicht so gut vertragen. Ich weiß gar nicht warum. Weil eigentlich so Gurkensaft oder so ein Kram, ne, was da drin ist, ist eigentlich von den Inhaltsstoffen in Ordnung gewesen. Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil hier PEG-PPG 17-6 drin ist. Keine Ahnung. Weiß ich echt nicht. Dann habe ich hier von Balea die Feuchtigkeitsmaske gemacht. Mit Sofort-Effekt, erhöht die Hautfeuchtigkeit mit Aloe Vera und so. Die habe ich von Maya zum Geburtstag bekommen. Vielen, vielen Dank. Die fand ich schön, denn die war kühl und pflegend. Die habe ich tatsächlich dann auch morgens angewendet. Also dann, ne, wenn eine von den anderen leer gegangen ist, dass ich mir das dann hingelegt habe, dass ich das dann morgens angewendet habe, mochte ich gerne leiden und hat mir dann einfach so einen frischen Kick am Morgen gegeben. Noch eine von Isana habe ich hier. Die Melonenliebe, intensive Feuchtigkeit mit Melonen- und Limettenextrakt. Dank Eva konnte ich die schön für mich Box nämlich bekommen, diesen Monat. Ich weiß gar nicht, ob die diese Woche oder nächste Woche online kommt, dass ich euch das Unboxing zeige. Und da war diese wunderbare, geile Maske drin enthalten. Die war echt gut. Das ist eher eine Lotion, das, was du auf dem Vlies drauf hast oder im Vlies, ums Vlies drumherum. Ist erfrischend, kühlend, sehr, sehr gut. Und ja. Vielen Dank, liebe Eva. Richtig, 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 richtig geil. Ne? Ich glaube, die gibt es aber leider nicht mehr zu kaufen. Aber es waren Melonen. Melonen sind toll. Ja, und jetzt kommen wir natürlich zu meiner Lieblingsmaske. Ich weiß nicht, ob ich da noch groß was zu sagen muss. Einmal im Monat. Mindestens. Vielleicht auch mal, wenn es ganz wild wird, zweimal im Monat mache ich diese Maske. Also quasi brauche ich sie auf. Also ich verwende sie für ein, manchmal sogar zweimal. Meistens ist es aber so, dass meine Haut wirklich so furztrocken ist, dass das ganze Serum aufgesogen wird. Und hier sind, glaube ich, so viel Serum drin enthalten wie von 8 Ampullen oder so. Richtig, richtig, richtig krass. Ist übrigens von Dalton Hydro Care, die Hydro Lift Face Care. Mensch, das bringe ich immer durcheinander. Die Biozellulose-Maske, die ist so schön. Das ist eine Saugnapfmaske, die saugt sich halt richtig an deinem Gesicht fest. Du kannst damit Staub saugen, dies, das, Ananas, Spaß haben in deinem Leben. Oder so wie ich, drauf machen und dann Körper eincremen. Ja, die ist wirklich schön. Die gibt richtig schön Feuchtigkeit und die wirkt langfristig. Du hast hier diese geilen Geschichten drin. Sie ist aber nicht günstig. Aber durch den Code BeautyClaudy bekommst du ja ein bisschen Rabatt. Und dann kannst du dir schon mal einen kleinen Vorrat anlegen, wenn du möchtest. Ich kann sie euch wirklich nur mega ans Herz legen, weil die richtig, richtig, richtig gut ist. Die macht was mit eurer Haut. Hardcore-Menschen können die bis zu dreimal verwenden und dann hast du ja noch außen drumherum zwei Lagen, die kannst du dann tatsächlich auch auf dein Dekolleté dir draufpacken. Mega geile Geschichte, wenn du zu lange in der Sonne warst zum Beispiel, weil du da halt richtig krass Feuchtigkeit bekommst. Ne? Ja. Ja. Und jetzt kommen wir zu den Ampullen. Also so langsam lässt die Stimme echt nach, merkt ihr das, ne? Aber draußen klärt es ein bisschen auf und diese Gewitterluft geht langsam weg. Das ist cool, dann kann ich nämlich heute Abend mal mit Sammy spazieren gehen. Ich hatte es eigentlich vor diesem Video zu machen, aber dann fing es langsam an zu fisseln. Egal, Ampullen. Da habe ich einmal hier von Isana die Pflegekapseln Hydro. Die hat auch die hat Maya mir in mein Geburtstagspaket gepackt. Vielen, vielen Dank. Habe ich verwendet. Die waren sehr, sehr ölig, also habe ich die dann auch mit diesem Roller eingerollt. Leider haben sie etwas gestunken. Also den Duft mochte ich nicht gerne, die waren so leicht muffig, aber die waren sehr, sehr pflegend. Also mir haben die schon gut getan, gut gefallen. Dieser Duft war aber echt so übel. Ich weiß gar nicht, ist das irgendwie ohne Duftstoffe oder ist das irgendwie so, weiß ich nicht. Also ich fand das ganz, ganz merkwürdig. Habt ihr die auch schon mal verwendet? Ist euch das auch schon mal aufgefallen? Aber gute Pflege, da kann ich mich nicht beschweren, ne? Dann habe ich hier von Barbour, das war aus der Barbour-Box, die ich tatsächlich von Feel Beauty auch bekommen habe. Ich weiß nicht, ob mein Code noch gilt. Dann blende ich euch den mal ein, ne? Da könntet ihr auch noch ein bisschen was mit sparen auf die Barbour-Box dann, ne? Hier waren ja, 3 Ampullen drin, die ich natürlich gemacht habe. Die Hydra Plus, die Multivitamin und die Lift Express Ampulle. Bei der Hydra Plus habe ich drauf geschrieben, zu leicht für mich. Also ich brauche mehr. Ich bin halt eine Trockenpflaume, was soll ich sagen. Dann habe ich die Lift Express Ampulle. Die klebt und pflegt, also positiv in dem Sinne.
Sowas mache ich übrigens morgens, ne? Ganz gerne. Dann habe ich hier diese Multivitamin-Geschichte, die gibt strahlende Frische. Das war so ganz interessant. Das waren nicht ganz so zwei Phasen, sondern du hattest im Prinzip ein Gedönsen hier mit diesem wässrigen, mit der wässrigen Flüssigkeit. Und dann war wie so in einem Bubble Tea so orangene Pünktchen da auch mit drin. Ganz verrückt, ganz verrückt. Wirklich cool. Jo. Ist leer. Hat mir gut gefallen. Kann ich echt empfehlen, dass ihr die macht, wenn ihr die habt. Dann hatte ich in einem Adventskalender hier von Biotherm Live Plankton Replumping HA Ampoules. Stinkt, juckt, mag ich nicht. Kurz und knapp. Ich hatte schon mal bei so einem Produkttest von diesem Live Plankton mitgemacht. Ich glaube, das ist das gleiche Ding gewesen, oder? Ich glaube, das war halt mehr so eine... ein Serum, als dass es wirklich die Ampulle war. Ich weiß es nicht. Ich fand das halt echt nicht schön. Dann habe ich hier von Cardia Vera Enjoy Your Day gemacht. Wake Up Koffeinampulle mit Hyaluronsäure, Koffein und Jasminblütenextrakt. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. War eine LE, habe ich von Sandra geschenkt gekriegt. Klebt und erfrischt, also mochte ich gerne leiden. Koffein mag ich ja sowieso sehr gerne. Ich bin eine Kaffeetante. Und ich darf tatsächlich in der Schwangerschaft ja eigentlich nicht so viel Koffein zu mir nehmen wegen Bluthochdruck. Da ich aber einen super niedrigen Blutdruck habe, witzig eigentlich, soll ich ein bisschen mehr Kaffee trinken. Jetzt keine Energy Drinks oder so, ne? Aber so 2-3 Tassen am Tag sollte ich schon trinken. Das ist eigentlich witzig, oder? Ja, manchmal ist Karma nett zu mir. Noch eine LE von Cardia Vera habe ich hier. Oder CV, gibt es bei Müller, glaube ich, ne? Ingwer-Shot-Konzentrat mit Limettensaft, Ingwer-Extrakt und Honig, auch von Sandra bekommen. Klebt und fand ich, ach Quatsch, belebt und fand ich mega gut. Mann, habe ich morgens verwendet. Das war echt schön. Zack, und jetzt habe ich hier noch ein paar weitere. Okay, das sind wirklich ein paar weitere, ne? Einmal von Dalton. Dalton hat richtig tolle Ampullen, Leute, sage ich euch. Kaviar Deluxe, ja, das ist meine absolute Lieblingsampulle, die einfach krass nährend ist und die ist so genial, Leute. Genial. Ist mehr etwas, was ich dann Richtung Abendevent empfehlen würde jetzt in der Sommerzeit, weil die halt etwas dicker ist. Da hat Dalton auch manche, die etwas dünner, dünnflüssiger und so sind, ne? Oder halt Richtung Winter. Ach, das ist so eine geile Ampulle. Wirklich, ihr habt danach eine Haut wie neu geboren. Ich mag die sehr gerne leiden. Da habe ich auch noch eine weitere von Lea gemacht. Und noch eine weitere. Ja, ich hatte irgendwie Lust auf Liebe. Oh Gott. Und noch eine habe ich davon Lea gemacht. Und noch eine habe ich davon Lea gemacht. 1, 2, 3, 4, 5 Mal. Ja. Ich habe meine Haut gegönnt. Gönnt auch mal eure Haut, ne? Mit Beauty Claudi. 20% Rabatt. Läuft. Dann habe ich jetzt einige von Barbour Lea gemacht. Also für mich stand Barbour auch eigentlich immer eher so für Ampullen. Also das war auch das, was ich damit immer so in Verbindung gebracht habe. Und Dalton ist ja genauso wie Barbour ein Beauty-Institut, was dann irgendwann umgestellt hat und gesagt hat, ach komm, dann machen wir jetzt auch mal einen Online-Handel auf. Und die Leute sind drauf abgefahren wie sonst was. Hier habe ich die Perfect Glow von Barbour. Die gibt Glow und Pflege. Die fand ich gut. Dann habe ich da... Entschuldigung, Sammy. Da ist mir was runtergefallen. Tut mir leid, ich wollte sie nicht erschrecken. Noch einmal Perfect Glow leer gemacht. Und noch einmal Perfect Glow leer gemacht. Und noch einmal Perfect Glow leer gemacht. Echt, so oft. Und noch einmal Perfect... Was? Ah, ich liebe es. Okay, ja, also da war ich immer sehr eintönig scheinbar unterwegs. Also 5-mal Perfect Glow. Zack. Kommt übrigens in Glasmüll, ne? Weil es halt Glasampullen sind. Dann habe ich die 3D-Firming-Geschichte, weil ich mache halt gerade so eine Ampullenkur auch. Und da gab es halt auch unterschiedliche Geschichten drin. Die habe ich auch insgesamt 4-mal leer gemacht. Die fand ich auch sehr, sehr schön. Die gibt nämlich einen Lifting-Effekt und hat auch so eine frische Geschichte. Also das merkst du schon, das mochte ich auch gerne leiden. Ja, so viel zu Ampullen. Und jetzt kommen wir zu dekorativer Kosmetik, die ich nicht entsorgen werde, sondern aufbewahre, wie auch letztes Jahr, damit ich euch am Ende des Jahres so einen kleinen Überblick geben kann, was habe ich so aufgebraucht und so, finde ich sehr aufregend. Fun Fact, diesen Monat mal keine Mascara, weil ich wirklich
zum einen mich gar nicht so häufig geschminkt habe, weil im Juli war es teilweise bis 40 Grad, Leute, ne, ist klar. Und zum anderen habe ich relativ viele Schminkvideos so gedreht, viel mit euch so ausgetestet, neue Produkte probiert und so weiter. Und deswegen keine Mascara. So, aber einen Augenbrauenstift habe ich aufgebraucht. Und zwar einmal ist das der hier von Glamlight. Das ist, Glam Shop, nicht Glamlight. Glamlight ist eine Marke, die jetzt ganz neu bei Purish eingezogen ist. Woo! Auch dort, Clownies bei 15, gibt euch 15% Rabatt. Woo! Ich sollte bei QVC anfangen, ne? Und so langsam steigt mir auch die Hitze zu Kopf. Oh Gott. Ja, also Glam Shop. Habe ich hier einen Augenbrauenstift leer gemacht. Fand ich gut. Den mochte ich richtig gerne leiden. Hat eine feine Miene gehabt. Ging schnell damit. Zuverlässig. Sehr angenehm. Nicey-gebeißy. Dann habe ich einen Eyeliner leer gemacht. Den Hyper Precise All Day von Maybelline in Schwarz. Mochte ich auch ganz gerne leiden. Was hier halt recht schnell passiert ist, ist, dass der ausgetrocknet ist. Aber das ist ja auch eh nur so eine kleine Travel Size gewesen, ne? Jo, und ich bin halt aktuell mehr so bei diesem Revolution, ich vergesse immer, wie der heißt, der sieht immer total fancy-pancy aus, vorne spitz, hinten spitz, braun. Weil er halt braun ist, finde ich den so geil. Nun, dann habe ich eine absolute Lieblings-mega-krass-Empfehlung leer gemacht, und zwar von Riva Loves Me So Cozy Cold Cream Primer. Das ist ein Primer, den es immer mal wieder auch in LEs gibt und hoffentlich irgendwann mal im Standardsortiment, weil es ein mega krasser Dupe ist, zu der Charlotte Tilbury Magic Cream und auch zu der Beauty Mates Cream Boost. Nur mal so. Und ja. Finde ich sehr, sehr angenehm, sehr geil. Maxim hat es auch damals in seine LE mit reingepackt mit Rival Loves Me bei der Holy Grails Limited Edition. Und den habe ich auch noch bei mir, Gott sei Dank, im Backup. Es ist nicht nur ein Cold Cream Primer, es ist halt wirklich ein pflegender Primer, der bei Trockenpflaumen wie mir echt Wunder wirkt. Und ich mag den sehr, sehr gerne. Wirklich gerne. Jo. Ich glaube, das Produkt... Ich weiß nicht, habe ich das aufgebraucht? Ist mir das eingetrocknet? Das ist auf jeden Fall verrückt. Alveade Maximum Lip Boost. Ne? Da kommt halt einfach nichts mehr raus. Das ist ziemlich verrückt. Ist auch nur bis 0,622 haltbar. Läuft. Ist auch mal ganz gut, ne? Ja. Ist jetzt quasi für mich aufgebraucht. Ist irgendwie aber nicht wirklich leer. Aber wenn ich jetzt hier das Füßchen so rausnehme, ist das trocken. Und hier drin sieht das auch sehr trocken aus. Aber nicht leer. Ich weiß auch nicht. Sehr verrückt auf jeden Fall, die Geschichte. Dann habe ich zwei Fixing Sprays leer gemacht. Das hier war von Bare Minerals, das Duo Mist Setting Spray. Fand ich nicht gut. Das fand ich einfach glitzernd. Und das hat alles zugeglitzert. Das fand ich ganz unangenehm. Abgesehen davon war der Sprühkopf hiervon furchtbar. Auch wenn es nur eine Probegröße war, ne? Und hier haben wir absolut geiles Teil. How Cosmetics Indigo Child Setting Skin Perfector. Sack teuer. Mega Empfehlung. Purish, da kriegt er Rabatt. Ne? Wisst ihr Bescheid, weil ja, das sind halt irgendwie nur ja, 50 Milliliter und dann halt so viel Geld und so. Aber das ist schon sehr, sehr, sehr geil. Das macht ein ganz tolles Hautbild. Leider muss ich das sagen, weil das nicht günstig ist. So, trinken wir uns mal einen Schluck. Und mache mit Körper sauber weiter. Das ist eine ganz wichtige Kategorie, denn wir alle wollen nicht stinken. Witzig. Nebenbei kein Deo leer gemacht, sondern wirklich nur Saubermachprodukte. Ich fange mal mit dem Deodoc Daily Intimate Wash Fresh Coconut an. Also das war quasi eine Intimwaschlotion. Ich verwende immer eine Intimwaschlotion für meinen Intimbereich, einfach weil ich merke, dass es mir gut tut. Dass es halt einfach besser ist, wenn man dafür explizit ein anderes Reinigungs- oder auch Pflegeprodukt nimmt. Zum Pflegeprodukt kommen wir gleich noch. Genau. So, und das hier mochte ich gerne leiden. Kokosnuss habe ich nicht gerochen, war ziemlich weit weg von meiner Nase, deswegen habe ich da wahrscheinlich nichts von mitgekriegt. Ich kann es nicht auseinanderkriegen. Dann habe ich zum Körper sauber machen das hier leer gemacht. Das war so geil. Iced Strawberry Dream Duschcreme von Triacalmon. Oh mein Gott, hat die gut gerochen. Das mochte ich gerne. Also das war halt wirklich Erdbeere, aber nicht so quietschig, sondern geil. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Hat mir gut gefallen, was ich übrigens bei Triacalmon immer gut finde. Die haben selbst bei den kleinen Viechern hier so ein Klappvieh. Vieh sagen ist immer ganz böse, ne? Kriege ich immer ganz böse Kommentare. Haben selbst bei den kleinen Verpackungen einen Verschluss zum Aufklappen. Oh, ich mag den Duft. Das riecht wirklich angenehm wie eine frische Erdbeere tatsächlich.
Und ja, kann ich sehr empfehlen. Wirklich gut. Ich weiß nur nicht, ob es eine LE war. Dann habe ich hier was. Das habe ich geschenkt gekriegt, glaube ich. Oder habe ich mir das selber gekauft? Also teilweise habe ich mir solche Mama-Sachen dann auch selber mal gekauft, um sie auszuprobieren in der Drogerie. Und manche Sachen habe ich dann ja auch zum Geburtstag gekriegt und so, ne? Hatte ich ja im Mai. Von Alvea der Naturkosmetik Mama Cremeöldusche mit Biomalve. Die mag ich gerne leiden. Habe ich auch ein Herzchen hinten drauf gemalt, weil das halt ein Produkt ist, was halt auch so einen leichten Ölfilm hinterlässt, aber nicht so krass. Also ich persönlich muss mich sowieso immer eincremen, nachdem ich sowas verwendet habe. Das mochte ich aber wirklich gerne leiden. Von Melli habe ich das gekriegt. Siehst du, habe ich mir draufgeschrieben. Vielen Dank, liebe Melli. Oh. Diese Deckel, die kriegst du nicht gut ab, ne? Das ist echt schade. Ich drehe hier mir einen Wolf. Da tut sich nichts. Hallo, wollen sie nicht sich vielleicht lösen? Ich will jetzt nicht unbedingt meine Fingernägel abreißen. Geht nicht. Naja, mochte ich auf jeden Fall gerne leiden. So, jetzt kommen wir zum Körpercreme, zu der Körpereincreme-Geschichte, ne, Körperpflege. Die war süß, von Baby Love. Mama Baby Bauchtuchmaske, die fand ich cool, ne, von Katrin habe ich die bekommen. Die ist wirklich riesig. Ich habe die noch verwendet, als mein Babybauch noch nicht ganz so groß war. Entschuldigung. Schluck trinken ist wichtig. Mit tatsächlich auf den kompletten Oberkörper inklusive Hupis gegeben. Die Wirkung, kühlend und Feuchtigkeit spenden. Also das ist halt für den Sommer wirklich geil geeignet. Ich habe da auch noch ein paar von. Würde einfach mal empfehlen, dass man sich die auseinanderschneidet. Ne? Wenn man als jetzt nicht so Zwillinge oder Drillinge im Bauch hat, kannst du dir die auseinanderschneiden, entweder für mehrere Anwendungen oder du schneidest sie dann ein Stück von ab, dass du da ein bisschen was fürs Dekolleté nimmst noch oder ein bisschen auch dann hier so am unteren, ne, oder hier oben, keine Ahnung, bastelst du dir selber eine Tuchmaske draus. Ist auf jeden Fall eine coole Geschichte, kann ich euch empfehlen, finde ich witzig und pflegend. Dann habe ich was leer gemacht, das war im Asam Beauty Adventskalender, glaube ich. Das ist Plastik, oder? Ist das Glas? Krass. Das Oil-Infused Nail Serum habe ich nämlich leer gemacht und irgendwie ist hier gerade super viel rausgeflossen. Ich habe da tagelang dran rumgedoktert, dass ich da noch was rauskriege. Auf jeden Fall ist das ein Nagelserum. Da ist recht wenig drin gewesen, deswegen ging das ruckzuck aufgebraucht. Ich fand das jetzt nicht so bombastisch. Da gibt es tatsächlich von Essence bessere. Bin ich ehrlich, ne? Jo. Dann habe ich hier Fußsockenmaske von Balea gemacht mit Limettenextrakt und Avocadoöl. Das fand ich, habe ich von Maya bekommen, fand ich super gut. Gerissen am Zeh, also am großen Onkel, am dicken Onkel. Aber ich fand die wirklich geil. Die war schön pflegend, die war angenehm. Die hat die Füße gekühlt, beruhigt. Und wenn du halt irgendwie, keine Ahnung, einen Tag hier oben in diesem Raum verbracht hast und ein paar Videos gedreht hast, dann ist das eine Wohltat, ich sag's euch. Geil, wirklich geil. Oder wenn man hier zum Beispiel Adventskalender-Unboxings im Hochsommer dreht. Verrückt. Und auch nochmal für die Füße habe ich von Isana, Balea, nein, Rossmann, von Fußwohl die Fußbutter für sehr trockene Haut mit Shea-Butter und Avocadoöl gemacht. Die hatte ich, glaube ich, mal in einem Trash-Paket von Sandra bekommen. Also ich kann es nicht mehr so gut lesen, aber ich glaube, hier steht irgendwas mit SA. Die mochte ich leider nicht so gut leiden, weil die irgendwie auch so Krümmelstückchen immer mit drin hatte. Fand ich jetzt nicht so bombastisch, aber von der Pflege her war sie okay. Ich habe meine Füße da immer sehr, sehr dick mit eingecremt und dann Socken drüber gezogen, dass es über Nacht pflegen konnte. Ne? Also ich habe irgendwie jetzt nicht irgendwie super trockene Füße gehabt bei der Anwendung. Kommen wir nun zu der versprochenen Pflege für den Intimbereich. Und zwar habe ich da ein Produkt von Dalton, zweckentfremdet Sensitive Care Derma Balance Beruhigende Creme Medium. Die habe ich, wenn ich halt so einen verrückten Tag hatte, mir auch im Gesicht aufgetragen, weil dafür ist sie eigentlich gedacht. Ist eher so Lotion-artig, ne? Weil das halt aus dieser sensiblen Reihe kommt, parfümstofffrei und wirklich ganz vorsichtige Inhaltsstoffe tatsächlich. Und wenn ich da irgendwie, ich hatte letztens mal, dass ich hier am Hals wieder so ein bisschen Ausbrüche hatte, ne? Da gebe ich mir dann ein, zwei Tage lang, so lange wie ich das habe, halt diese Creme drüber, um das Ganze zu beruhigen, runter zu chillen. Aber ich habe mir das vor allem dann tatsächlich im Intimbereich aufgegeben, vor allem so direkt nach der Rasur und so, ne? Das war schon gut. Also, wenn ich jetzt sage, nein, das kann ich nicht sagen, das ist wie ein Babypopo gepflegt, aber ihr wisst, ne? Es ist eine richtig gute Pflege und tatsächlich ist so ein kleiner Hack von meiner Seite, das verhindert wirklich bei mir das Einwachsen von Härchen, das verhindert bei mir tatsächlich auch, dass so Rötungen kommen und so.
da habe ich sonst echt Probleme mit, ne? Also ich werde Denise auch anschreiben und ihr sagen, dass ich super gerne davon Nachschub bräuchte. Und ich werde ihr auch gestehen, wofür ich das verwendet habe. Weil dafür ist es richtig geil geeignet. Und das sollen die gerne auch bei sich auf die Homepage schreiben. Oder vielleicht, ne, das noch so als Pflegereihe mit hinzufügen für den Intimbereich. Weil wenn man bedenkt, 50 Milliliter sind hier drin, ne, das ist schon gut, Leute. Da habe ich mir drauf geschrieben, ohne Parfümstoffe. Und hier haben wir das Schönheitsvitamin E drin. Ne? Und Squalan, das ist halt wegen dieser Feuchtigkeitsgeschichte eine ganz gute Sache. Haben Pumpspender hier oben dran. Also ich fand das richtig geil. Gut, gut. Pflegend, Leute. Ne? Und auch da, Beauty Cloudy, weißt du Bescheid. Werde ich mir nachbestellen. Dann habe ich auch wieder von Dalton etwas aufgebraucht. Aber hier ist ein bisschen so, hä, was ist das denn? Ich dachte, unsere Handtücher würden fusseln. Da sind so rote Pünktchen drin. Das sind Q10-Perlen, die beim Einmassieren auf die Haut aufplatzen. Auf der Haut aufplatzen. Und dann einen wunderschönen Pflegeeffekt hinterlassen. Ne? Musst du auch erstmal raffen. Und ja, das ist von Dalton Body Care Energy Boost Vitalizing Emulsion. Jo. Mochte ich gerne leiden, war auch sehr, sehr ergiebig. Also mein Freund cremt mir jetzt während der Schwangerschaft den Rücken ein, weil ich da halt nicht mehr so gut beikomme. Und ja, er war es halt von anderen Lotions, da kommen wir nachher auch noch zu, gewohnt, halt immer relativ viel zu nehmen. Da hat er mir so viel draufgeknallt, dass nachher echt mein ganzes Schlafshirt, das so dran geklebt ist. Und dann irgendwann so, habe ich das so abgezogen, das hat so einen richtigen gemacht. Ganz verrückt, wirklich. Haben wir ein bisschen schmunzeln müssen. Und dann habe ich ihm auch gesagt, Schatzi, da musst du mir nicht so viel drauf machen. Zwei Pumpstöße reichen, volle Helle am Rücken, ne? Aber es macht weniger Spaß, hat er dann gesagt. Ja, toll. Das ist schon eine Ulknudel, ich sag's euch. Aber gut, ja, das mochte ich auch gerne leiden. Ich fand das cool, dass es einen Pumpspender hat. Das ist sowieso dann immer voll meins, ne? Ja, mochte ich. Wirklich, kann ich empfehlen. Und macht ein schönes Gefühl auf der Haut, macht generell eine schöne Haut. Ne? Das ist echt genial. So. Dann habe ich hier etwas. Ja. Das war das, was halt nicht ganz so ergiebig war, aber trotzdem gut war. Ne? Das hat mein Freund dann auch verwendet, um mir den Rücken einzucremen, weil ich für den Körper was anderes verwendet habe, was Glow drin hatte. Und ich brauche kein Glow auf dem Rücken, sind wir mal ehrlich. Kneipp habe ich hier Mandelblüten-Hautzart, Sensitive Körpermilch, Mandelblüte halt, ne? Das ist dieses hier. Und das war halt das Produkt, wo mein Freund danach sich überlegt hat, dass man das immer sehr dick drauf machen sollte. Aber es war schön, es hat mir geholfen, es hat ne, gut gepflegt, mochte ich gerne leiden. Dann habe ich nämlich in der Zeit dieses Produkt für meinen Körper an sich verwendet, also quasi für Arme und Beine. Ja, Arme und Beine würde ich das, ja, weil ich habe eigentlich für Bauch und Oberschenkel was anderes verwendet, kommen wir gleich zu. Und das hat Glow gegeben, ist hier von Dove ein Glow and Shine Body Lotion mit natürlich zartem Schimmer. Definitiv und vor allem auch schöner Schimmer und kein Glitzer. Das Ding ist, ich habe das halt abends aufgetragen, ne? Und ja, musste dann doch etwas häufiger meine Bettwäsche wechseln, als ich dann angefangen habe, halt keine langen Hosen mehr zu tragen, abends, nachts. Ne? Weil das hat ja eigentlich gar keinen Sinn gehabt. Also wenn du dir morgens den Körper eincremst, macht so eine Glow-Geschichte Sinn. Wenn du dir den abends eincremst, so wie ich, macht das einfach keinen Sinn, ne? War aber ein Top-Produkt, also die Pflege davon war halt auch echt gut, ne? Ja. Und das hat halt auch echt gut gerochen. Also das mochte ich auch ganz gerne leiden. Dann habe ich für meinen Körper, das kann man gar nicht mehr lesen, habe ich von Unbox Butterfly Nicole, also von Nicole, zum Geburtstag geschenkt gekriegt. Vielen, vielen Dank von Rituals. Dieses Tiny Ritual for Mama Stretchmark Tummy Cream aufgebraucht. Die war auch richtig, richtig, richtig gut. Ja. Hat auch wirklich gut geduftet. Mega, mega, mega angenehm. Halt gegen Dehnungsstreifen, ne? Habe ich mir auf, also quasi hier kompletter Oberkörper aufgetragen und auf meine Oberschenkel. Außen und innen, ja, bis zu den Knien halt quasi, ne? Ich persönlich fand die gut, aber ich frage mich immer, ist Öl nicht besser? Ich weiß es nicht. Also ich habe in der Zeit eine super Haut da gehabt, ne? Kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Ich habe jetzt nämlich auch gerade wieder so eine Stretchmark-Cream. Und da, ich bin immer so skeptisch, ob das was bringt, aber ne, tut gut. Ich bin euer Testobjekt, ne? Ich teste und ich sage, es ist gut. Jedenfalls für mich so.
Dann habe ich jetzt dies, das, Ananas. Hier, ja. Jetzt sind wir mit dem Körper durch. Jetzt machen wir den Rest vom Schützenfest, was ich hier stehen habe. Ich habe natürlich nicht alle aufgebrauchten Haushaltsprodukte aufbewahrt, ist klar, ne? Aber die Sachen, wo ich halt explizit und intensiv was zu sagen möchte, die habe ich hier. Mhm. Jetzt schon mehrmals erwähnt habe ich ja diesen Roller. Der war auch in dieser schönen Vermischbox, glaube ich, mit drin, ne? Von Foyer Beauty, Twin Ball, Rose Quartz Roller. Und den mochte ich wirklich gerne leiden. Ich war erst skeptisch, aber immer wenn ich jetzt morgens oder abends irgendwas verwende, so Serumartiges oder so in meinem Gesicht, was ein bisschen ölig ist, das damit einzuarbeiten, ist sehr, sehr geil. Mein Freund schreibt mir, dass er sich jetzt was isst. Ja, ich bin gleich fertig mit Essen, vor allem mit Drehen. Ja, kann ich sehr empfehlen. Ist ein cooles Produkt gewesen. Etwas, was wir halt wirklich super häufig in letzter Zeit aufbrauchen, ist tatsächlich hier von Denk mit, die Allzwecktücher in Feucht. Wir brauchen die für alles Mögliche. Ich meine, so pro Monat mache ich eine Packung ungefähr leer, ne? Vielleicht versteckt mein Freund auch irgendwo irgendwas, man weiß es nicht. Die sind auf jeden Fall echt gut, wenn auch nicht wirklich nachhaltig. Aber für mal eben so schnell zwischendurch sind die halt einfach geil, ne? Kann ich mich einfach nicht beschweren. Wohingegen ich die hier gar nicht so gut finde. Von Meister Popper gibt es nämlich auch so Allzweckreinigungstücher. Die sind nämlich relativ trocken. Dafür riechen die halt intensiver. Muss man halt wissen, was man will. Ich fand die zu trocken. Also wenn ich so unseren Esstisch einmal abwischen wollte, einmal schnell, da hat hiervon nicht ein Tuch gereicht, da musste ich schon zwei nehmen, weil es ansonsten zu trocken war. Oder halt ein Tuch und dann mache ich da noch ein bisschen Wasser mit bei oder so. Ne? Etwas, was wir auch aufgebraucht haben zum Renovieren, für alles Mögliche, manchmal braucht man sowas halt, sind diese Einweghandschuhe von Profissimo, latexfrei. Das war jetzt die schwarze Variante in Mittel. Ich finde, warum auch immer, die schwarze Variante besser, sieht professioneller aus. Es ist dumm, ja. Aber ich finde die ziemlich gut und ich wollte sie hier extra in die Kamera zeigen, damit ich mir jetzt auch wieder eine Packung nachkaufe. Darf ich nicht vergessen. Dann habe ich hier von This Works, habe ich von Melly geschenkt gekriegt, das Deep Sleep Pillow Spray leer gemacht. Gebe ich mir super gerne auf unsere Bettdecken und auch auf die Kopfkissen. Und es hat so einen leichten Lavendel-Touch. Ich kann dann einfach besser schlafen. Also ich finde es genial. Ich kann euch das mega empfehlen. Dann habe ich hier von Lovia eine Pinselseife leer gemacht. Damit kriege ich halt auch wirklich aus der Foundation, aus dem Pinsel, die richtig krasse Foundation-Geschichte raus. Also ne, wenn da so richtig krasse Verschmutzungen sind oder wenn ich halt viel Foundation, viel Cream-Produkte verwendet habe, haben andere Reiniger es manchmal echt schwer. Die Pinselseife von Lovia packt das aber. Und da finde ich halt diese Variante auch mit am besten, weil die halt jetzt nicht irgendwie so wie die Crash-Seife irgendwie rot ist oder so, sondern sie ist halt einfach weiß oder so. Ne? Also sie ist einfach da und das finde ich total klasse. Die mag ich gerne leiden. Lovia ist halt auch eine schöne Marke. Ich weiß gar nicht. Contra Junkie hat auf jeden Fall, also Kati hat auf jeden Fall immer einen Code. Müsst ihr mal vorbeischauen. Ich weiß nicht, wer noch alles von Lovia einen Code hat. Ne? Also mittlerweile definitiv. Oder halt bei Rossmann shoppen, ne? Etwas, was ich jetzt tatsächlich in der Schwangerschaft noch viel intensiver brauche, tatsächlich, sind Slipperlagen. Habe ich vorher schon gebraucht, brauche ich jetzt noch ein bisschen mehr. Da habe ich jetzt hier von Yesa die flexiblen. Die finde ich mit am besten. Die Original heißen die, glaube ich, finde ich nicht ganz so gut, weil die irgendwie sich schnell umknicken bei mir und dann einfach total blöd sitzen. Ja, aber die mag ich richtig gerne leiden, die kaufe ich auch immer wieder nach. Und das letzte Produkt ist tatsächlich ein Weichspüler von Lenore. Den mag ich gerne, damit riecht alles so wunderschön. Das ist der Aprilfrisch und ja, es war jetzt so eine riesengroße Verpackung, mochte ich gerne leiden. Hat einen tollen Duft und ja, ist ein absolutes Nachkaufprodukt. Das macht alles irgendwie schöner, finde ich. Es hat auch ein Stück Kindheit für mich mit dabei immer, ne? Ich merke gerade, während des ganzen Videos habe ich vergessen, diese Lampe anzumachen. Wir kommen damit klar, ne? Ihr Lieben, das war jetzt hier mein aufgebrauchtes Video von dem Monat Juli. Selbstverständlich habe ich die Produkte nicht innerhalb eines Monats leer geklabbastert, sondern manches hat dann doch etwas länger gebraucht, ist klar. Aber es sind alles die Produkte, die in diesem Monat leer gegangen sind. Und immer wenn etwas leer gegangen ist, habe ich das dann hier in meiner Aufgebrauchtschublade gepackt. Jo, und konnte euch jetzt einfach so ein bisschen oder konnte euch jetzt ein bisschen was dazu erzählen. Ich hoffe, ich konnte euch vielleicht so ein bisschen Ablenkung vom Alltag geben. Vielleicht einfach mal so ein bisschen auf,
die nächste Einkaufsreise vorbereiten. Keine Ahnung. Vielleicht auch coole Tipps und Tricks mit an die Hand geben. Denkt auf jeden Fall dran, dass ich sowohl von Dalton aktuell einen Code habe, Beauty Claudi, 20% Rabatt. Sehr, 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 sehr rar und sehr geil. Und von Beauty Mates mit Claudi 30 für 30% Rabatt. Ja, ne? Guckt da gerne mal vorbei. Schaut, was die so haben. Schaut, was die für euch vor allem speziell haben. Und ja, dann war es das auch hier von mir und dem aufgebraucht Video aus dem Monat Juli. Wenn es dir hier gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen aufgebraucht, plattgemacht Videos, tüdelü. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!